Ja, servus Leute und herzlich willkommen zum Fahrvlog Nummer 105. Es geht wieder weiter. Jo, bei mir ist heute Freitag und ich habe am Kramer ein bisschen weitergemacht. Ja, ich habe in den letzten Kommentaren immer wieder gelesen, kommt nichts über die Batterie, hast du nichts über die Batterie, kann die nicht irgendwo anders hin. Also, der Platz für die Batterie ist fest. Gibt keinen anderen. Der Schlepper hat nun mal den Platz direkt vorm Fahrer für die Batterie. Ich habe unter der Haube leider keinen Platz. Der Schlepper ist ein bisschen anders konstruiert als der K15. Beim K15 saß er ja unter der Haube. Das geht hier leider nicht. Ich hätte es gerne so gehabt, ist aber nicht möglich. Ja, jetzt ist der Platz nun mal vorm Fahrer. Dass die Batterie so lose drinnen steht, ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck. Das wollte ich die ganze Zeit schon ändern, weil wenn du über einen Huckel oder was drüber fährst und das Ding springt da innen rum, ist auch nicht schön. Erstens mal geht es auf die Kabel, zweitens auf die Kontakte und drittens, ob das gesund ist für den Batteriehalter unten drunter, wenn das alles springt, lasse ich mal so in den Raum gestellt. So, jetzt habe ich schon überlegt, was ihr machen könnt. Einen richtigen Kasten gibt es nicht. Früher war mal einfach so ein gekantetes Metallblech drüber. Das hatte links und rechts dann einfach so eine Leiste, die dann runtergeklappt war. So sah das aus und einfach ein Metallband oben drüber. Dieses Metallband und diesen Deckel gibt es nicht mehr. Beim KL300 habe ich auch so einen Metalldeckel, der hat aber einen Nachteil. Wenn du nicht aufpasst und der Deckel kommt da an deine Kontakte ran, dann ist der Deckel fort. Dann gibt es einen gescheiten Knall, dann ist die Batterie im Eimer und der Deckel im Eimer. Gut, beim KL300 haben wir es gelöst, da ist unter dem Deckel dann ein Holz und dann kommt der Deckel oben drauf. Das geht, siehst du sowieso nicht, ist unter der Haube. Sieht aber optisch dann auch nicht so toll aus. So, was habe ich mir jetzt hier überlegt? Ich war jetzt ein bisschen hier gestanden, lang überlegt, lang rumprobiert und ich habe mir jetzt aus einer Siebdruckplatte, die ich mir von der Arbeit mitgebracht habe, mal was zusammengeschustert und das sieht jetzt wie folgt aus. So, ist ganz simpel gehalten, ganz einfach. Unten sind Ringösen hingekommen. Siehe hier. Die ist verbunden mit einer Verbindungsmutter und einer Gewindestange nach oben. Und oben habe ich eine Beilegscheibe, einen Sprengring und auf dem Sprengring sitzt da noch eine Flügelschraube. Flügelmutter. So, das habe ich hinten und vorne. Das Ganze hält. Dazwischen, wie gesagt, die Siebdruckplatte. Ich habe es jetzt gerade noch ein wenig gekantet hier, beziehungsweise ein bisschen gekantet, sage ich, die Ecken abgeschliffen. Das hat mir nämlich nicht gefallen. Und jetzt ist das Ganze festgezurrt und hält. Es wackelt nicht mehr. Oder sagen wir mal, deutlich weniger als vorher. Gut. Ist jetzt natürlich auch nicht das Nonplusultra, sage ich einmal. Optisch schaut es jetzt nicht so. Ja, ich gebe ja zu, ist nicht die schönste Variante. Weil gerade von hinten, wenn man es dann zum Beispiel sieht, finde ich, schaut es irgendwie ein wenig doof aus. Das ist halt, weil die Batterie auch abgestuft ist. Ich kann aber hinten nicht schmäler schneiden, die Platte. Dass es ein wenig schmäler wird. Da kriege ich die Schrauben nicht mehr rein, dann hält es nicht mehr. So ein Band oben drüber habe ich, wie gesagt, nicht. Habe ich jetzt schon probiert, ich habe noch eins liegen gehabt, das passt aber leider auch nicht. Bräuchte ich wieder ein spezielles, ein passendes. Zurechtschneiden wollte ich mal auch jetzt nichts. Zumal ich ja dann auch keinen Deckel hätte, hätte ich ja auch bloß eine Holzplatte. Jetzt habe ich es halt immer so gemacht. Vielleicht fällt mir noch was Besseres ein, ich war schon am Überlegen, ob ich gar kein Holzbrett drüber mache, sondern einfach mit zwei so Surrgurte zum Durchstecken. Einen links, einen rechts drüber und oben in der Mitte verbunden. Ob ich das eventuell so löse und die Batterie dann mit so einem Surrgurt festziehe, würde halten. Schaut optisch natürlich auch nicht so toll aus. Wie gesagt, es ist halt mit den Batterien bei dem Schlepper, es ist nun mal so. Damals, wir hatten nochmal einen auf dem Hof stehen, da musste man was dran machen, da war auch TÜV zu machen, war dasselbe Schlepper im Endeffekt. Selbe Spielchen. Schaut einfach nicht so toll aus, wie wenn die Batterie unter der Haube versteckt wäre. Aber gut, da müssen wir damit leben und dann muss man sich halt was einfallen lassen. Jetzt schaue ich einmal, ob sich das bewährt mit dem Brett. Vielleicht kann ich es noch irgendwie ein bisschen schöner hinkriegen, weiß ich noch nicht. Und wenn nicht, dann ja, mache ich vielleicht doch die Variante mit die Gurte. Dann kommt da ein Gurt drüber und gut ist die Sache, dann hält das Ding genauso. Muss ich sehen. Ja, so schaut es halt jetzt wie gesagt aus. Lässt sich wie gesagt auch ganz gut befestigen. Kannst du schön anziehen, dass es alles hält.
so wie das muss. Und dann ruckelt da nichts. Ja, das war so heute mein Tagesziel. Ja Leute, Wochenende schon wieder rum. Am Samstag habe ich einen Livestream gemacht, waren ja wieder einige Leute dabei. Ja, Daumen hoch für euch. Ja, wir stehen jetzt Montag früh hier unten bei den Schweinen, ich habe sie gerade rausgelassen. Und hab da mal ein kleines Update. Die wachsen und gedeihen ja, die beiden. Haben ordentlich Salat und ja, Kartoffeln sind dabei, Rosenkohl, Pilze. Eine verfressene Bande. Ja, natürlich, die ganze Ding hier unten, der ganze Auslauf ist ziemlich schlammig. Nicht so schön, aber die können ja rein jetzt trocknen, wenn sie wollen. Auch kein Problem. Und vom Wühlen her, das geht auch. Die haben bloß da unten, dass sie halt ein wenig ein Loch machen. Das lässt sich aber recht schnell wieder zuschieben. So sind sie beste Gesundheit. Gibt's auch nichts. Abends sind sie immer ein bisschen schmutzig, aber zu früh ist dann wieder in Ordnung. Also passt es. Ist ganz gut. Anhänglich, zutraulich sind sie immer noch nach wie vor. Ein großer. Ja, ich glaube, die fühlen sich wohl. Ja, und die Hühner sowieso. Hauptsache, es gibt was zu klauen. Dann sind die auch schon glücklich. Ja Leute, ich bin gerade unten im Schweinestall. Ich misst hier unten nochmal wieder aus. Und es ist richtig schön, denen gerade zuzugucken. Ich habe die vordere Box jetzt schön hergerichtet. Da sollen sie jetzt gleich rein. Hab schon einen Ballen Stroh geholt und weil sie mir vorne im Weg rum waren, habe ich ihnen die Tür aufgemacht da rein. Jetzt sind sie in der Box drin. Und die begnügen sich jetzt gerade so richtig schön mit den Ballen hier. Das beste Spielzeug überhaupt für so ein Schweinchen. Da sind die Schnüre noch drin. Jetzt zupfen sie da dran rum. Das Feiglichen steigt hoch. Komiker. Ja, wie gesagt, die hintere Box, wo sie jetzt waren, habe ich gerade sauber gemacht. Da haben wir mal zusammengekehrt und die sind mir vorne hier im Gang im Weg gewesen. Und wenn du da anständig kehren und schaben willst, dann funktioniert das nun mal nicht. Da habe ich gedacht, na gut, ich habe den Ballen Stroh zwar schon geholt, aber den legst halt da derweil rein. Und dann machst du ihnen hier mal die Tür auf, da können sie auch da rein. Dann laufen sie nicht im Weg rum. Ja, und siehe da, total begeistert die beiden. So ein Strohballen ist doch das Schönste überhaupt, ne? Was ist? Na kack. Na kack. Der Schöne. Schmudi? Immer noch anhänglich und verschmust, so wie das sein muss. Und vom Schwanz beißen, weil ich das hier schön zeigen kann, sieht man definitiv nichts. Weil das ja ziemlich am Anfang kam, ob die dann die Schwänze anfressen und ob ich da keine Angst drum habe, dass die sich gegenseitig verletzen. Also wie gesagt, tipptopp, da siehst du gar nichts. Solange die eine Beschäftigung haben, solange die draußen was zu tun haben mit dem Wühlen oder hier drinnen dann was zu tun haben mit dem Stroh, brauche ich mir da definitiv keine Gedanken machen. Spielzeug haben sie genug, Futter gibt es den ganzen Tag, da können sie sich noch was suchen. Also da haben die gar keine Lust dazu oder beziehungsweise fangen das gar nicht an, die Schwänze zu fressen. Von daher keine Angst, das passt. Ja, und weil ich auch öfters gefragt worden bin, ob die beiden nicht frieren, ob denen das nicht zu kalt ist. Nein, definitiv auch nicht. Wie man es eventuell sieht, die haben ein schönes Fell drauf gekriegt. Gar nicht mehr die Haut unten drunter so viel zu sehen, das ist eher so ein dicker Pelz, kannst fast sagen. Und ich sage ja, die stehen den ganzen Tag draußen, die mampfen, egal ob das jetzt da geschneit hat oder ob das jetzt dann draußen stürmt und weht, ob das regnet. Die werden aus wollen, die gehen aus. Und wenn sie rein wollen, dann bauen die sich ein Nest in das Stroh rein nochmal. Und da hocken die dann. Also keine Angst, frieren müssen die definitiv nicht.
die beiden. Was ist? Ja, und man sieht jetzt schon, also im Vergleich zum ersten Video, die sind schon gut gewachsen. Gibt's nichts. Auch der Kleine hat jetzt ziemlich aufgeholt. Jetzt erkennt man langsam, dass es ein Schweinchen werden wollt. Ist halt ein wenig ein Nachzügler für das, dass er 4 Wochen älter ist wie mein Feigelchen. Hat der Schmutti aber mittlerweile doch recht gut aufgeholt. Ist zwar immer noch kleiner, aber wie gesagt, das funktioniert doch ganz gut mit den beiden. Ist schön, klappt alles. Und so muss das sein, so passt es. Mit den Hühnern habe ich, wie gesagt, auch überhaupt keine Probleme. Die laufen ja mit den Hühnern draußen. Also keine Angst, dass da jetzt die Hühner verletzt waren oder irgendwas. Auch nicht. Die waren es ja sowieso gewöhnt mit Hühnern auf der Weide. Und sind hier mit den Hühnern gleich aufgewachsen im Endeffekt. Die kennen das. Die hocken dann, wenn ich denen das Futter rein tue, draußen auf die Steinplatten. Dann hocken die draußen. Die Hühner mittendrin auf dem Berg und die Schweine, die kommen danach. Und dann wird gegenseitig das Futter quasi geraubt. Die Hühner klauen die Schweine. Die Schweine klauen aus die Hühner. Aber das ist so jetzt dann irgendwie, dass ich Angst haben müsse, die verletzen sich oder was. Keine Angst. Das geht, wie gesagt, wunderbar. Die Hühner hocken ja teilweise tagsüber dann hier mit drinnen im Stroh. Wenn es draußen recht windig ist, hocken sie direkt neben die Hühner. Habe ich leider noch nicht geschafft, ein Bild zusammen zu kriegen, weil die Hühner meistens dann davon rennen, wenn ich komme zum Fotografieren. Aber auch das gab es mittlerweile. Und das ist richtig amüsant. König des Strohballens. Schmutti, hat er dich verjucht? Ja, den hat er jetzt für sich auserkoren, ne? Ja, wie gesagt, das passt ganz gut. Ich mache hier unten weiter, dass ich fertig war. Und dann schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir Montagabend, kurz vor 6. Was ist heute passiert? Ohne viel. Ich habe, wie gesagt, hier meinen Stall ausgemistet. Die warten jetzt, dass ich sie einsperre. Ich habe da hinten ausgemistet. Die warten, dass ich sie einsperre. Einmal zu, zweimal zu. Könnte mal wieder aufgefüllt werden. Aber ich habe die anderen 3 Tonnen ja auch noch. So, ich bringe euch was. Ja, das sieht man natürlich da nicht wie. Wo man was sieht, das ist bei denen. Ich habe heute schon 3-mal geguckt. Die lieben abends immer noch so eine Ration vom Weizen vor den Hühner. Schmeckt denen richtig gut. Da sind die begeistert. Da die Hühner. Wie die Nan. Ja, ich habe hier drin, wie gesagt, da ausgemistet. Sandfrisch und strohfrisch und mal alle Behälter gründlich ausgewaschen. Die freuen sich jetzt über ihre Abendration. Zeit war es jetzt, dass ich sie rein tue. Ja, warum bin ich heute so spät dran? Ganz einfach, ich helfe im Moment ein bisschen im Haushalt mit, weil die Mutter nicht so kann. Die letzten 3 Tage habe ich unter anderem auch gekocht gehabt. Also was heißt gekocht? Nichts Aufwendiges. Das war lasst mich mal überlegen. Was haben wir heute? Montag. Am Samstagabend habe ich einen Nudelsalat gemacht. Gestern am Sonntagabend gab es Bratkartoffeln, also Bamberger Hanle und den aufgewärmten Nudelsalat nochmal. Und heute gibt es Kartoffelsalat. Ja, sehr weit abwechslungsreich, aber die Kartoffeln waren ja noch da, die müssen weg. Auch aus Bamberger Hanle einen Kartoffelsalat gemacht. Mit einer ganz normalen Essigsoße dazu, ein bisschen Liebstöckel drin. Kein großer Akt, mal ruckzuck gekocht. Dazu gibt es einen kleinen Gurkensalat mit einer Sahnesauce.
Auch selber gemacht, selbstverständlich. Und wenn wir schon dabei sind, einen grünen Salat haben wir noch dazu. Mit einer einfachen Essigsoße selber gemacht. Keine große Sache. Halt mal schnell was für die Mannschaft gekocht, ne? Ich meine, die wollen auch irgendwas haben. Wenn die Mutter nicht so kann, dann springt man halt da auch mit ein. Ist zwar dann ein bisschen stressig, weil man hier hat und oben hat und Arbeit hat und. Aber gut, so ist es halt. Ja, deswegen ist das Video heute schlichtweg einfach mal ein bisschen kürzer wie sonst. Es ist nicht viel passiert, wie gesagt, ich habe meine Stelle sauber gemacht. Das kennt ihr ja aber im Endeffekt, wenn ich euch das jetzt 10-mal hintereinander zeige, wie ich den Stall ausmisst, dann sagt er auch irgendwann, okay, ist langweilig. Ja, und von daher habe ich mir gedacht, dann filme ich das gar nicht groß. Und sonst ist nicht viel passiert, ich meine, das Wetter ist jetzt nicht so, wir haben keinen Frost draußen, du kannst nichts richtig arbeiten, in der Wald kannst nicht. Du kannst nicht auf die Wiesen drauf fahren, wenn du zum Ausmisten runter willst. Ich habe heute auch den Schlepper nicht draußen gehabt, weil wenn das so schlammig ist, wie es im Moment ist, dann macht es auch keinen Spaß. Dann ist er wieder über und über mit Dreck voll, das wir ja vermeiden wollen. Von daher habe ich gedacht, okay, lassen wir es heute mal gut sein bei dem, was wir jetzt haben. Dafür wird jetzt auf alle Fälle diese Woche noch das 4000 Abo Spezial kommen, habe ich mir gedacht. Der Krame. Das habe ich geplant für den Freitag. Muss ich mal gucken, morgen nach der Arbeit vielleicht, dass ich schnell noch aufnehme. Ich habe schon einen kleinen Teil dazu, aber noch nicht alles. Da hat, wie gesagt, auch das Wetter nicht so ganz mitgespielt. Bloß dann gibt es ein KA15 Spezial quasi. Schleppervorstellung, dann haben wir die Schlepper mal alle durch. Das machen wir am Freitag. Ja, dann mache ich ja immer meine Livestream noch. Das ist so ein wenig zum Kompensieren. Wenn ich jetzt in die normalen Flocken nicht so viel reinbringe, dann mache ich halt einen Livestream und dann bringe ich euch da noch ein bisschen was mit rein. Ja, was soll man sonst noch groß sagen? Gibt nichts groß zu sagen. Das war's dann eigentlich schon für dieses Video. Wie gesagt, sorry, dass er mal ein wenig kürzer geworden ist. Soll auch vorkommen, aber es steht ja schon meine Kanalinfo, Kanalbeschreibung drin. Wenn es nicht so viel zu machen gibt, kann ich auch nicht so viel filmen. Und ich meine, ist nun mal so. Wenn es jetzt wieder auswärts geht, kommen mit Sicherheit wieder mehr Arbeiten. Ach so, und einen kleinen Nachtrag fürs Video habe ich natürlich noch. Ist mir so eingefallen. Ich habe es im Discord schon gesagt. Ich habe da mir eine Kleinigkeit gegönnt. Die gibt es jedes Jahr übers Kramer Forum. Und da war ich mal fleißig und habe mir einen bestellt. Und warum ich mir den bestellt habe, zeige ich euch. Ich habe nämlich heuer einen schönen Kalender. So sieht der aus. Kramer Kalender 2019. Schön mit den Schleppern drin. Das ist doch ein schönes Bild sowas. Ja, das wäre ein Schlepper, das hätte mir gefallen. So ein richtig schöner Allrad, Fronthydraulik, ja, ist doch was Feines. Einfach ein stimmiges Bild zu muss. Ja, schöne Karl 300 mit Heuwender dran. Wem seine ist denn das bloß? Ja, das ist der Grund, warum ich den Kalender heuer habe. Ja, mein eigener Schlepper ist mit drin. Richtig schön. Auch ein schönes Gespann mit Mähbinde. Und so ein schöner kleiner Winkeltriebflug. Bild ist auch richtig stimmig. Der Bulldog da oben auf der Höhe und dann dahinter das weite Land. Schön gemacht. Das da wäre natürlich so ein richtig schöner Schlepper. Das hat mir richtig gut gefallen. Ups. Ja, und da sind wir im Dezember. Und ich muss auch sagen, ich bin begeistert. Das ist mal ein schöner Kalender.
Was meint ihr? Ja, gibt es jedes Jahr immer eine begrenzte Auflage davon, nur auf Bestellung. Heuer habe ich mal zugegriffen, wollte ich euch nicht vorenthalten. Da wisst ihr, was ich jetzt als Jahreskalender hier hängen habe. Ist doch auch ganz schön, sowas zu haben. Und jetzt sage ich dann aber wirklich dann nochmal Feierabend. Nein, stopp, sage ich auch noch nicht. Im letzten Livestream ist es nochmal gekommen, ich möge doch nochmal meine Modellsammlung zeigen. Das kann ich natürlich gerne nochmal machen. Fangen wir halt da mal ganz oben an. Aha, nochmal K55 Raupe. Ja, Raupenschlepper, ja, verschiedene Radlade und andere Modelle. Die Kutsche da im Hintergrund, das ist ein Erbstück von den Großeltern. Ja, da stehen dann noch ein paar Feldhäcksler drin und andere Kleinteile, Baumaschinen. Hier oben dann zum Beispiel McCormick, Case, JCB, Volvo, Ford, Hanomag, Schlüter, Bedrag, Unimog, MAN, MF, nochmal MF, Eiche und Porsche. Und da hätten wir zum Beispiel noch, das sind die ganzen Fendt, Fendt Dieselross und die größeren mit Vario, Mähdrescher von Fendt, Lanz Bulldog, Apache Johnnies, Deutz. Im Hintergrund sieht man da noch einen Same. Ja, und da unten das Fach, wie gesagt, das ist das größte Fach von allen. Das ist halt so, ich bin halt für Info die Glasschlepper. Großen Xerion, Xerion 5000, 4500 VC. Axion, Arion, Jaguar, Lexion, also Drescher, Teleskoplade aus der Anfangszeit von Klaas, also wie sie Teleskoplade gebaut haben. Meine kleine Presse, die es im Übrigen noch zu kaufen gibt. Die gibt es bei Replik Agri im Internet zu finden. Also wer die sucht, einfach mal eingeben, Klaas Markant 65, findet sich normalerweise noch im Maßstab 1:32, also wer sowas sucht, gibt es noch. Ja, und ganz hinten im Hintergrund steht noch ein schöner alter Klaas Europa. Ja, das ist meine Modellsammlung, da bin ich drum gebeten worden, dass ich die noch einmal zeige, habe ich natürlich gemacht. Und ja, ich hoffe, damit habe ich Genüge getan. Fortschlepper, der größte ist ein, was habe ich denn da? 8830, das wäre doch was für den Peter. Herr Kollege, da ist ein Schlepper für dich. Ja, das sind die einfachen Modelle noch gewesen. Mittlerweile sind sie ein wenig besser gemacht. Ich habe die teilweise schon ewig lang. Und ja, das hat sich halt über die ganzen Jahre angesammelt. Gut. In diesem Sinne, jetzt war es das aber wirklich fürs Video. Jetzt habe ich euch noch ein bisschen was gezeigt, damit es nicht ganz so eintönig ist. Ja, ich im Moment bin fleißig drüber für Livestream umzustellen und einzustellen. Habe gestern dann ein paar Tipps gekriegt, was ich noch ändern kann und wie ich es ändern kann. Da bin ich jetzt auch fleißig dabei. Ja, und das Video, das muss ich jetzt noch schneiden. Wir haben jetzt Montagabend, morgen um 16:30 Uhr soll es ja online kommen. Also heißt jetzt noch schneiden für mich und rendern über Nacht und morgen früh hochladen, dass es dann rechtzeitig kommt. Und dann schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne, das war's jetzt dann für dieses Video. Wir sehen uns am Freitag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, Servus.